Hallo Leute und willkommen zu Part 2 von Stronghold Crusader. So, heute mit der Mission der Aufbruch. 1104 nach Christus und wir haben es heute mit dem Kalif, aka der Skorpion, zu tun als Gegner. Starten beide mit 2000 Gold. Wir können uns die Karte hier oben mal ganz kurz anschauen. Wir sehen, wir haben hier auf jeden Fall ein bisschen Weidefläche, um Essen anzubauen. Er hat hier oben Steinvorkommen. Ich habe dafür Eisenvorkommen. Was er vielleicht hier hat, bin ich mir nicht sicher, ob das Eisen ist. Aber das bedeutet so viel, wir haben keinen Stein. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Nachteil. Müssen wir mal gucken, wie wir den am besten ausgleichen. So, ich werde am Anfang die Spielgeschwindigkeit wieder etwas runterstellen, dass wir uns in Ruhe aufbauen können. Ich gucke einfach mal, wie viel ich noch so erklären werde. Ich habe im ersten Part ja versucht, einiges schon zu erklären. Jedoch alles auf einmal ist ein bisschen viel. Deswegen werden wir nach und nach noch ein bisschen dazulernen zusammen. Beziehungsweise versuche ich euch ein bisschen was beizubringen. Ich spiele das Spiel tatsächlich schon etwas länger. Und ja, weiß daher die eine oder andere Sache zumindest. So, wir kaufen uns direkt mal ein bisschen Holz noch dazu. Und bauen Vorratslager, Kornspeicher, so heißt's, nicht Vorratslager. Vorratslager ist das andere. Und was können wir noch machen? Wir machen einfach noch ein Weizending. Wie gesagt, Obst mache ich eigentlich nur so für den Anfang. Und später wird Brot dann die Hauptsache ausmachen. So, kaufen wir uns noch mehr Holz dazu. Holz am Anfang, einfach das Wichtigste. Dann brauchen wir noch ein paar Häuser, um Bevölkerung zu bekommen, beziehungsweise Arbeiter. Und hoppala, was wollte ich noch machen? Genau, Bäckereien mehr. So, das sollte vorerst reichen. Holzfäller habe ich noch gar nicht gemacht. Uiuiui, wie konnte ich nur? Die machen wir halt mal hier oben hin, da werden die nicht so gestört. Zack. Ansonsten, Minen sollten wir auf jeden Fall nutzen, um ein bisschen Geld reinzubekommen. Weil Steinbrüche können wir ja leider nicht machen. Einfach weil hier kein Stein in der Nähe ist. Sondern nur bei ihm oben rechts in der Ecke. Und dahin zu laufen macht echt keinen Sinn, weil seine Truppen hier stehen werden und mich dann absnacken. So, den Stein, den wir haben, sollten wir besonders sinnvoll nutzen, weil das ja der einzige ist, den wir haben. Das machen wir am besten, indem wir hier einen Verteidigungsturm aufbauen, würde ich sagen. Dann kann ich da ein Torhaus dazu machen, dass nur ich auch hochkomme. Und dann werden wir hier ein bisschen wen hinstellen. Kurz zum Gegner noch. Kalif, auf jeden Fall ein stärkerer Gegner als unser letzter, der Sultan. Auch aggressiver, deutlich aggressiver. Wird recht schnell mit Feuerträgern ankommen und versuchen, all meine Sachen hier abzufackeln. Das gilt es zu verhindern mit möglichst vielen Bogenschützen hier drauf, beziehungsweise später auch Armbrustschützen. Da könnte ich mich eigentlich direkt drum kümmern, ein paar Armbrustschützen zu bekommen. Sollte ich auf jeden Fall. Das bauen wir hier neben die Kühe. Und um die dann auch bauen zu können, brauchen wir noch eine Waffenkammer. Und, na, das hier. So, wir sehen, er baut hier schon seine ersten Türme. Und wie gesagt, ist ein deutlich aggressiverer Gegner, der auch eine deutlich bessere Verteidigung als der letzte aufbauen wird. Mit vielen kleinen Türmen, dass seine Bogenschützen hohe Reichweiten haben. Und das wird auf jeden Fall nicht so einfach werden. Unsere Beliebtheit steigt, das hört man doch gerne. Ich werde, um die Beliebtheit noch etwas weiter zu steigern, mal ein bisschen in Religion investieren, dass wir Steuern einführen können. Beliebtheit 0, perfekt. Heißt, niemand kommt, niemand geht. Alles tipptopp super. Und dann können wir die Spielgeschwindigkeit auch wieder auf, sagen wir mal, 55 stellen. Etwas schneller. Und ja, hier haben wir dann unsere Armbrustschützenproduktion, während wir hier Leder bekommen, dass wir Armbrustschützen machen können. Zusätzlich werde ich dann, sobald meine Holzfäller ein bisschen Holz geholt haben, wobei das dauert noch so lange, das kaufe ich eben noch zu. Eine Bogenmacherei machen wir auch noch. Und vielleicht sollte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Essen anbauen. Ganz einfach,
Essen können wir auch nutzen. Wenn wir genug Essen haben, haben wir den Vorteil, dass wir die Essensrationen erhöhen können. Und das hebt die Beliebtheit so, dass wir mehr Steuern verlangen können. Also auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. So, er baut hier schon fröhlich. Bedeutet, wir sollten eigentlich natürlich versuchen, ihn dabei ein bisschen aufzuhalten. Da ich ohne Rush spiele, werde ich jetzt nicht direkt ihn attackieren. Beziehungsweise habe ich ihn nicht direkt attackiert, was theoretisch auch eine Möglichkeit gewesen wäre. Aber ja, wir versuchen das Ganze, wie gesagt, ein bisschen taktischer zu spielen oder ja, auf längerfristiges Spiel, einfach weil es interessanter zum Zusehen ist, als sich schnell ein paar Truppen zu machen und reinzurennen. So, er macht hier jetzt ein paar Bogenschützen, die könnten mich ein bisschen nerven. Deshalb werde ich mit denen hier mal entgegenlaufen. Die sind aber eher so Ablenkungsmanöver, dass er nicht meine Bogenschützen abschießt. Mir ist klar, dass die alle sterben werden, aber die brauche ich sowieso nicht mehr nachher. Und das hier sind die Fackelträger, die ich vorhin angesprochen habe. Die können Sachen anzünden. Wer hätte es gedacht? Sind dafür aber sehr schnell tot. Also sollte man auch nicht so in Panik verfallen, wenn da mal ein paar angerannt kommen. Ich sollte noch mehr Eisen produzieren. Das bringt richtig schön Knete rein. Und die haben wir auf jeden Fall nötig. Essen wird nach und nach immer mehr werden. Ganz einfach, weil eben die Brotproduktion am Anfang ein bisschen Zeit braucht, bis die ins Rollen kommt. Wunderbar. Hier haben wir auch schon. Ja, da kommen direkt noch Armbrüste rein. Sehr schön. Armbrustschützen, einfach dickere Durchschlagskraft. Dafür eben laufen sehr langsam und müssen halt auch nachladen. Bedeutet zum schnelleren Schießen Bogenschützen, aber die als Verteidigung gegen Schwertkämpfer vor allem besonders geeignet. So. Was könnten wir machen? Wir könnten auf jeden Fall auf den Turm hier eine Mange bauen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da die Reichweite reicht. Ah, das wäre jetzt... Ich werde es riskieren und eine Mange da drauf bauen. Wenn die Reichweite nicht bis zu seinen Türmen reicht, wäre es sinnvoller gewesen, eine Balliste drauf zu bauen. Aber das sehen wir dann ja gleich. So, hier den Turm werde ich versuchen, möglichst gut zu bestücken. Oh, ich sollte aufpassen. Der kann theoretisch auch hier oben lang rennen. Da muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Bogenschützen platzieren. Wir könnten... Ne, die Arabischen sind mir jetzt zu teuer. Sonst hätte ich schnell noch ein paar Arabische kaufen können für 75 Gold, die ich dann auch hier hochstelle. Aber ja, er kommt ja immer mal wieder mit ein paar an. Ihr seht das schon. Die kommen aber hoffentlich nicht durch. Ist das schon besetzt? Ich gehe mal fast von aus und es reicht. Oh, Tatsache. Das ist perfekt. Dann können wir ihn hier ein bisschen beballern mit Steinen. Und was wir auch machen können ist... Na, vielleicht warte ich damit noch ein bisschen, bis wir noch ein bisschen mehr Fernkämpfer haben. Gehst mal noch hier mit hin und du hier hoch. So. Wir bekommen richtig schön viel Eisen rein, bedeutet, wir könnten auch ein bisschen Waffen produzieren, die aus Eisen Bestandteile haben. Wir machen mal zwei. Ich weiß nicht genau, wie das am besten aufgeht tatsächlich. Ich glaube, die Rüstung wird schneller produziert als die Waffen, aber das weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Ja, vom Essen her. Lebensmittelvorräte wachsen auf jeden Fall. Heißt, wir könnten hier vielleicht noch ein, zwei Obstfarmen machen und dann die Essensration hochstellen. Wir probieren es einfach mal, dann können wir die Steuern nämlich deutlich höher stellen. Wunderbar. Und bekommen ein bisschen mehr Knete rein, die wir auf jeden Fall gebrauchen können. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Oh, der trifft hier sogar alle möglichen Türme. Das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass die Reichweite so hoch ist. Sogar hier hinten ist ein Loch drin. Okay. Das verwundert mich jetzt echt ein bisschen, dass die so weit kommt. Heftig, heftig. Ja, was wir noch machen werden, sind Feuerballiste. Wobei, ja doch, machen wir. Es hat gerade ein bisschen gelaggt. Ich hatte das, also ich habe die Mission hier schon mal aufgenommen. Da war das auch und danach war leider die komplette Datei kaputt. Deswegen konnte ich nochmal neu aufnehmen. Und ich habe gerade ein bisschen gestutzt, weil es auch war, als ich Feuerballiste gebaut habe. Ich hoffe, das geht jetzt klar.
So, Schwertkämpfer machen wir hier ne nebenbei immer mal wieder ein paar. Und die Rüstungsproduktion ist doch nicht so viel schneller. So viel zu meinem Wissen. Ist halt echt schade, dass wir keine Steine haben. Sonst könnten wir auch noch mit Katapulten arbeiten. Aber unsere Manga hat das hier ganz gut im Griff, dass wir das gar nicht unbedingt brauchen. Ich werde noch ein bisschen warten, bis ich etwas mehr Bogenschützen habe, beziehungsweise Armbrustschützen, die ich dann zusammen mit den Feuerballisten etwas an die Front schicken werde. Beziehungsweise bekommen wir durch das Eisen ganz gut Geld rein, dass ich theoretisch auch ein paar, na, arabische Truppen beziehungsweise Söldner machen könnte. Ja, machen wir einfach ein paar. Ihr seht schon, mein Gold ist weg durch 8 Bogenschützen. Und die sind nicht unbedingt viel besser als die hier. Können bloß ein bisschen schneller schießen. Deswegen, ja, sollte man eigentlich ein bisschen sparsam damit umgehen. Aber okay. Hier wird alles schön beschossen. Und mit denen werden wir jetzt mal ein bisschen vorrücken. Spielgeschwindigkeit habe ich ja auf normal, richtig? So. Was hat er gerade gebracht? Schwert. Okay. Dann gucken wir mal. Ne, ich habe die Spielgeschwindigkeit noch unten, oder? Ja, auf 55. Wieso sind die dann so langsam? Kann mir das jemand erklären? Oh, das ist nicht gut. Okay. Die haben ihn getötet. Sehr schön. Das war auch der Einzige, der auf mich geschossen hat, tatsächlich. Ihr seht schon, wir haben ihn wieder sehr gut unter Kontrolle. Das Ding ist, ich habe ihn jetzt nicht groß zum Aufbau kommen lassen. Und ja, dadurch eben. Wir machen hier mal sein Teil kaputt. Das hier sind Feuerballiste. Heißt, wir werden das gleich sehen, hoffentlich. Außer die machen es zu schnell kaputt. Das wird angefangen zu brennen. Genau. Perfekt. Und optimal wäre es, wenn wir hier drinnen was anfackeln könnten. Treffen die das? Die treffen das. Oh, das ist nice. Denn sobald das anfängt zu brennen, wird sich das Feuer verteilen. Und naja, dann wird er nicht mehr so die Chancen haben. So, das ruckelt hier jetzt ziemlich stark leider. Muss ich mal gucken, ob das gleich wieder besser wird. Sonst muss ich mir in Zukunft schauen, dass ich ohne Feuer arbeite. Okay. Ich hoffe mal, das funktioniert jetzt. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jetzt wieder aufnimmt. Ich hoffe es einfach mal. Okay. Ich habe die Balliste mal aufhören lassen zu schießen, dass es nicht so ruckelt. Und okay. Ihr seht schon, das sollte eigentlich kein Problem mehr werden und wir können so langsam mit unseren, ja, Nahkampf-Profis anrücken. So. Die sind jetzt auch in Reichweite. Und ja, wir haben hier schon eine kleine Kreuzritterarmee aufgebaut von 19 Stück. Das sollte vorerst eigentlich reichen. Okay, die Manga hat schon aufgehört zu schießen, perfekt. Und ihr schießt mal hier noch die Leute ab. So. Perfekt. Dann haben wir auch gleich den Kalifen besiegt. So. Dazu können wir jetzt eigentlich die Spielgeschwindigkeit wieder hochstellen. So, Moment, ganz kurz. Ich speichere mal ganz kurz ab. So. Und ja, sieht doch alles tipptopp aus. Seine Teile hier werden langsam verbrennen. Und hier kommen meine Truppen an. Okay, falls ihr euch wundert, warum die das die ganze Zeit sagen, meine Aufnahmetaste ist auf einer Taste, blöderweise, die bei dem Spiel tatsächlich was bewirkt. F9, perfekte Aufnahmetaste, aber für das Spiel hier ungeeignet tatsächlich. Ich hoffe, das Feuer geht hier jetzt langsam mal aus, weil dann sollte es auch nicht mehr ruckeln. Naja, okay. Er macht da noch ein bisschen Sklaven-Action, die werden ihm aber auch nichts bringen. Und, na, wollt ihr hochlaufen? Ihr wollt hochlaufen. Bravo, sagt dieser Typ, der ständig was zu sagen hat. Ihr zwei könnt mal aufhören zu schießen. Euch brauche ich nicht mehr. Und ja, dann haben wir auch Mission Nummer 2 geschafft gegen
Kalif, den Skorpion. Spieloptionen können wir für sein Ende nochmal auf normal stellen. Und perfekt. Damit hätten wir es geschafft. Tot ist er. Ja, den hatten wir jetzt auch noch ziemlich gut unter Griff, im Griff, so sagt man, durch unsere Belagerungsgeräte. Wird aber die nächste Mission nochmal ein bisschen schwieriger werden, das Ganze. Trockenes Land ist die nächste Mission, die wir im nächsten Part sehen werden, gegen zwei Kalifen, aber dafür haben wir auch einen Verbündeten, Richard Löwenherz. Das Ganze könnte ein bisschen spannender werden, weil wir beide, sowohl die Computer als auch ich, über 10.000 Gold verfügen. Könnte interessant werden. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Bis dann und tschüss.